sind jetzt auf dem Weg nach Osnabrück, von da nach Bremen und dann gucken wir, wie es weitergeht. Ob wir dann zum COS durchfahren oder umdrehen werden. Das Wetter sieht nicht so gut aus. Meine Kopfschmerzen sind auch nicht so schön. Bin sehr früh aufgestanden. 7.19 Uhr im Bus. Wollen ja eigentlich gestern schon los, habe ich dann nicht gemacht. Grund ein paar persönlichen Sachen. Das Wetter hat sich immer noch nicht gebessert, sogar verschlimmert. Nächste Station, Hasberg. Hier ist noch nichts. Ja, und deswegen fahren wir mal bis Bremen durch und dann gucken wir mal weiter. Ist das der? Das Cup fällt aus, Regen wird abgesagt, auf morgen verschoben, aber das geben wir uns nicht. Wir sind jetzt gleich in Bremen. Irgendein Bahnsdorf, keine Ahnung, wie weit ist Bremen. Dann gehe ich da ein paar Schuhe kaufen, ein bisschen was essen und diesen Tag mit meiner Frau in Bremen genießen. Hat auch was für sich. Boah, ich will so frieren. Ich will so frieren. Wir sind jetzt in Bremen, komische Stadt. Wir sind jetzt irgend so eine Unterführung. Normalerweise geht man irgendwo hin, ist in der Innenstadt total offensichtlich. Wir laufen hier einmal im Kreis, hier ist gar nichts. Und es regnet wie aus Eimern. Ja. Ich suche jetzt einen Skateshop und kaufe mir ein paar Schuhe. Das ist der Plan. Oder auch nicht, weil das ist ganz schön weit weg. So, ich fahre jetzt im Blue Tomato Skate Shop. Dafür müssen wir noch die Straßenbahn benutzen. Die Nummer 5 ist 6,7 Kilometer entfernt. COS fällt aus, hatten wir ja schon. Wir haben uns jetzt entschieden, eine kleine Bremer Rundfahrt zu machen. Bremen, Stadt Bremau. Die Bremer Stadtmusikanten besuchen, ein paar Schuhe kaufen eventuell. Boah, was ist da denn los? Ach ja, das ist hier Bedürftige, die kriegen da Essen. Der Bahnhofsviertel halt, ne? Ich bin das erste Mal in Bremen, ich fühle mich wie in Hagen. Da habe ich gedacht, das wäre schöner hier. Original Hagenstier. Caro, Kali, was ist das denn Scheiß? Together Caro Kawa, kennst du die? Aus Österreich. Ist das irgendeine Influencerin? Dyson. Ich weiß noch nicht mal, wer das ist. Vielleicht sollten wir mal googeln. Ja, sollten wir mal. Warum stehen die hier an? Aber coole Treppen. Guck mal, wer trocken könnte ich hier skaten. Ja. Aber cool, können wir da noch Popcorn kaufen. Super Wetter,
Bremen, Waterfront, Shopping. Wir gehen shoppen. Statt COS Cup fahren wir hier hinten ein bisschen Mini-Ramp. Mit Spine, mega cool. Aus einer Brooklyn zum Mund. Regen versaut. Ich glaube 10 Stunden Zugfahrt hinter uns da. Aber war schön im Bremen. RE 7 nach Krefeld Hauptbahnhof über Münster Hintrup. Abfahrt unsere. 17. Es ist so ekelhaft. Ich hoffe, ihr hört den Regen. Es ist nämlich ziemlich beschissen, regnerisch. Jetzt auf dem Weg von Münster nach Schwerte, dann noch nach Iserlohn und dann sind wir in Hemer und dann sind 11 Stunden Zugfahrt hinter uns. Oder 10 oder 11, ich weiß es nicht mehr genau. 7:19 im Bus gestiegen. Wann waren wir in Bremen? 12 Uhr. Echt? 12? 12 Uhr in Bremen. Kurz davor Bescheid bekommen, COS fällt aus. Vorher auch mit Kollegen geschrieben, ein, zwei. Gefragt, wie das Wetter ist und keiner hat gesagt, ist gut. Und dann habe ich bei COS Cup gesehen, Ausfall. Somit waren wir dann in, wie heißt diese Station? Use Asche, irgend so eine Station, war auf jeden Fall witzig, da war ein riesen Einkaufszentrum, genau, da wollte ich mal bei Blue Tomato rein, aber das ist halt eher ein Fashionladen, aber war trotzdem ganz cool. Und gefunden habe ich nichts. Aber die Nigel Houston Schuhe angeguckt, die waren sehr schön. Die stelle ich mir jetzt bei Hashtag Werbung Titus. Genau, muss ich da jetzt einlabern, was ich gelernt habe. Jo, also war sehr erfolgreich. Ein paar Pommes gegessen, belgisch, schön Kreis gelaufen, eine Minigang gesehen mit Spine, direkt im Wasser, eine Möwe hat gekräht, gequietscht, wie auch immer, gekreischt. Ja, war erfolgreich. Dann wieder nach Hause und jetzt ist hier auch sau im Wetter. Ja, wir hätten auch durchfahren können und gucken können, wie es morgen aussieht auf Hamburg, Allmershöhe, Neuallershöhe, wie es auch heißt. Weil die haben den Plan verändert auf morgen, die ganzen Qualis und Finale etc. Aber laut Wetter soll morgen früh auch regnen, also blöd, es sich auch gar nicht gelohnt, da hinzufahren, weil es wieder so ungenau ist mit dem Wetter und allem. Ja, also fahren wir wohl nach Augsburg, aber das weiß ich, sag jetzt einfach nur wohl, eventuell vielleicht. Deswegen, ne? Aber wir gucken, dass wir zum nächsten auch irgendwie hinkommen. Damit das, ich sag eventuell vielleicht wohl, weil der auch draußen ist, aber in Bayern und da ist bestimmt schöneres Wetter als in Hamburg im Norden. Ja, es klärt sich auf. Dunkel. Ja. Und somit haben wir eine riesige, schöne Zugfahrt hinter uns. Oh ja. So, und jetzt melde ich mich, wenn wir wieder in Iserlohn sind. Nicht mehr weit, dann sind wir zu Hause. Und dann gibt's Kaffee. Schön Iserlohn. Ich bin zu Hause. 11 Stunden Zugfahrt. Nur noch einmal im Bus und dann war's das. Dann gibt's Kaffee. Und kein COS, Kaffee und das war's.